Du holst Gold, okay. Du holst auch Gold. Naja, vielleicht tue ich irgendwann mal meine Eisenleute, also wenigstens einen von ihnen, noch umschulen zum Goldschmied. Also Goldminer und Goldschmied. Da sehe ich, zwei von denen habe. Wie viel kann ich da reinpacken? Ein Goldschmied, okay. Und hier drei Goldsucher. Also, na, wo, weit weg wohnen sie nicht. Dass sie die Arbeit nicht übernehmen könnten. So. Töpfer. Lehmklumpen haben wir noch da drin. Das heißt, du solltest bald mal hier Lehmklumpen wieder sammeln, sobald du getöpfert hast. So. Jetzt haben wir einen guten Verteidigungsturm. Das heißt, wenn die Indianer kommen, sollten wir erstmal damit etwas sicherer sein. Der sucht wieder Gold. Er bringt einen Waffenrock. Eisen ist so voll, dass er schon Eisen umswitchen muss. Ah. Dafür ist die Eisenmine jetzt leer. Das heißt, eigentlich könnte ich dich zum Eisen Schmelzer machen und dich zum Schürfer. Und zwar so lange, bis alle mit Eisen versorgt sind, erstmal. Dann sehen wir weiter. Wie man sieht, Gold ist nicht so das Problem. So, du kannst auch trainiert werden. Willst du mir gerade erzählen, dass du kein Holz findest? Oder dass du nicht weißt, wo du mit dem Holz hin sollst? Nö, du findest Holz gut. Oder hast du Unterhaltung gesucht? Wahrscheinlich hast du Unterhaltung gesucht. Also ja, das läuft alles gerade, ganz gut. Zeug kommt auch langsam hier immer mehr an. Ja, dass sie hauptsächlich Gold schleppen. Du bist hungrig, ja. Sieht man mal wieder. Hier gibt es noch jede Menge Pilze. Gott sei Dank. Ja, ich wollte hier mit dem Straßenbau weitermachen.
Du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Gut, dann sammel die. Ja. Ja, mehr als den Speed können wir leider nicht geben. Oh, du holst Bier. Das ist auch mal wieder nötig. Du kannst trainiert werden. Ja, wie sieht's eigentlich mit Weizen aus? Oh, Weizen lässt ein bisschen nach gerade. Ja, dafür haben wir bald maximal Mehl und maximal Bier. Das heißt, dann wird sich das mit dem Weizen auch einrenken. Meine Nahrung ist schon auf Maximum. So, sie holt Geschirr. Unser Lebenssammler sammelt Leben. Wir können unsere Straßen mal erweitern. So. Und so. Das sollte mal reichen an Straße. Wahrscheinlich wieder ziemlich viele Steinvorräte fressen. So, wollen wir noch ein bisschen nehmen? Du bist voll mit Eisen, du wirst auch langsam voll gemacht mit Eisen. Das ist ein bisschen doof. Hätte er das nächste Feld genommen, dann wäre der Weg zum Holzfäller jetzt komplett. Aber naja. So, Eisenrüstungen werden eingelagert, Schwerter werden eingelagert. Wie gesagt, ich muss jetzt warten, bis das Zeug einigermaßen eingelagert ist, dass wir eine Inventur machen können. Was wir noch an Schwertern, Rüstungen, Bögen und Waffenröcken brauchen. Nebenbei, du. Wärst erstmal wieder Schuster, machst neun Paar Schuhe neue. Und dann wirst du Schäfer und packst mal wieder Wolle rein. Dass wir schon mal Wolle auf Vorrat haben. Ja, du hier drüben bist reiner Holzfäller, ja. Warst früher mal Bauarbeiter.
Ich werde mir wahrscheinlich noch sicherheitshalber zwei Schwertkämpfer machen. Nicht, dass die doch irgendwann auf die Idee kommen, mich mit dem kleinen Angriffstrupp zu begrüßen. So, Steinmetz. Also Steine dürften mir nicht so schnell ausgehen, weil hier sind noch echt viele. Und hier im Gebirge ist auch noch jede Menge Stein. Und ja, wenn ich mit den Straßen fertig bin, brauche ich eh keinen Stein mehr. Da brauche ich eigentlich auch kaum noch Bauarbeiter, außer zum Gebäude reparieren. Aber deswegen habe ich sie ja, die zwei. Also die wohnen ja hier drin. Da sie so nah am Hauptlager wohnen, könnte ich sie auch ebenso gut mal zu Trägern machen. Du bist schon wieder hungrig, dann geh essen. Dafür hast du ja eine Frau, die kocht. Der Pilzsammler kann trainiert werden. Oh, wir haben kein Öl mehr. Dann stell Öl her. Ja, Pilze werden sogar schon im Hauptlager eingelagert. Mach mal ordentlich Öl. Du hast Schuhe hergestellt, dann stell noch ein paar mehr her. Weil der Schuhbedarf ist ja doch größer als gedacht. Geschirr ist okay, Möbel könnten besser sein. Ja? Also stellst du mal neue Möbel her. Ihr holt euch einfach Steine aus der Wildnis, auch gut. So, du bist fertig, das heißt, du machst jetzt Wolle. Ja, Waffenröcke, Bögen werden langsam weniger. Das heißt, irgendwann haben sie dann nur noch, genau, Schwerter und so. So, du sammelst weiter Pilze. Du hast deine Gewürzwarenmenge hergestellt. Also tust du jetzt wieder Holz fällen. Und ja, Eisenwerkzeuge halten wirklich recht lange. Und es wird Wolle gemacht. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das mal für ein Gebäude war. Das da war mal ein Bogenmacher. Das sieht man an der Form. Nur dass der hier... Ja gut. Könnte hinkommen. Das war ein Zelt, das war eine Mühle. Hier war mein Verteidigungsturm. Das Gebäude sollte ich noch irgendwie identifizieren können. Ein Zweifamilien- oder Dreifamilienhaus war es definitiv nicht. Von dem war es auch keins. Haupthaus vielleicht. Oder eine Schule.
Oder irgendetwas, um mich zu taunten. Vielleicht auch ein Lagerhaus. Ja, das könnte ein Lagerhaus oder ein Lagerzelt. Naja, gut, ein Vorratszelt eher nicht. Aber ein Lagerhaus hätte es gewesen sein können. So, Wolle kommt rein. Ja, geh essen.